Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Da wir im letzten Part nicht so gut waren mit einem neuen One, würde ich erstmal sagen, wir machen noch ein paar Challenges, um neue Sachen freizuschalten. Get in the box. Yay. Und diese Challenge heißt Highbrow. Highbrow. Aha. Und würde uns die Rune des Jarrah freischalten. Und diese Rune macht folgendes, dass sie alle konsumierbaren Gegenstände verdoppelt. Was auch immer das bedeutet. Ob dann alle gedroppten Gegenstände, also wenn jetzt ein Herz oder so spawnt, dass es dann zweimal im Raum da ist oder ob irgendwas anderes passiert, keine Ahnung. Zudem starten wir mit dem netten Flash hier oben. Hab nur leider keine Ahnung, was er macht, aber das finden wir noch raus. Und dem Scheißhaufen da unten links. Was der macht, weiß ich auch nicht, aber das finden wir alles noch raus. Und außerdem haben wir gelbe Tränen, die irgendwie nicht so richtig weit fliegen wollen. Und ein Faden. Ein Faden haben wir auch noch dabei. Das ist ein bisschen blöd mit den Tränen, weil wir dann so nah an die Gegner ran müssen. Aber bei den meisten Gegnern sollte das dann noch okay sein. So, ich guck mal. Hoffentlich geht beides auf. Nee, natürlich nicht. Nein, Bombe, ich will dich haben. Oh, aber irgendwie ist hier gerade so ein Schleier, so ein dünnes Schleier. Das macht anscheinend der Kackhaufen. Und da ist eine kleine Isaac-Figur oder so aufgemalt. Und da liegt eine auch rum, aber mit einem abgetrennten Kopf. Hm. Na gut. Ihr macht tolle Geräusche. Ich habe keine Angst vor euch. Oh, eine Batterie, dann können wir gleich mal unseren Flash einsetzen. Aber vielleicht erst im nächsten Raum. Lohnt sich vielleicht mehr, das ist doch ein großer Raum. So. Da hätten wir noch einen blauen Stein, den machen wir natürlich auch kaputt. So. Bin ich mal gespannt, was das macht. Okay, und Flash. Flash macht einfach alle Gegner zu Scheißhaufen. Oh, und da ist sogar ganz schön oft was drin. Hä? Sogar jedes Mal? Stimmt, das Scheißhaufen macht ja auch, dass da voll auf was drin ist, oder? Was haben wir denn da? Ein Heiligenherz? Ernsthaft? Okay, das ist dann als Ausgleich dafür, dass es keine goldenen Räume gibt in dieser Challenge. Das ist natürlich auch schön. Gut, dann bewahren wir uns das immer schön auf. Diesen Flash. Für sehr große Räume, weil wir dann ganz viele Scheißhaufen bekommen würden. Und natürlich müssen wir in alle Scheißhaufen reingucken. Hm. Gut, dann ist das ein Scheißhaufen kaputt, mach man. Ist ja auch nicht schlecht. So, ich muss nur dran denken, dass da ein weißes Herz ist. Ich vergesse das eh wieder, aber egal. So. Ob der Flash auch funktioniert beim Boss? Wahrscheinlich nicht, das wäre ein bisschen zu OP. Auf jeden Fall haben wir ganz viel Geld, aber keine Schlüssel. Und hier wäre ein... gar nichts. Da waren wir anscheinend schon drin. Yay, ihr seid süß. Ihr seid meine neuen Lieblingsgegner. Herzlichen Glückwunsch. Ich mag kleine Scheißhaufen. Besteht dieser ganze Mann nur aus Scheißhaufen? Ich wette mit euch, wir kriegen gleich einfach Dingle als Boss auch. Oh. Was ist das denn? Ein Regenbogen-Scheißhaufen? Ei. Und jetzt? Was hat das gebracht? Ein Regenbogen ist erschienen. Das soll einen wahrscheinlich einfach nur glücklich machen. Boah, wäre das schlimm, wenn diese kleinen Scheißhaufen auch dashen könnten. So wie ihr Vater. Der ist ja schlimm. Was haben wir hier? Oh, ein neues Item. Ich liebe das. Ich liebe es, neue Items zu finden. Auch wenn ich nicht weiß, was sie alle machen. Aber ich liebe es. Und eine Pille auch noch. Wir sammeln erst das Teil hier ein. Gabby's Collar. Eternal Life. Oh, neues Gabby-Item, wie es scheint. Jetzt haben wir so ein hübsches Herz auf unserer Brust. Und wir haben anscheinend einen Rucksack dabei. Sieht auf jeden Fall so aus. Voll der Erkunder. Und da oben steht doch, ne, mal eins, das ist ein Fragezeichen. Ist das quasi, dass wir wieder als Blue Babies spawnen? Gut möglich, gut möglich. Zudem könnte da der Geheimraum sein. Nö. Verpesten wir einfach den Raum. Dann müsste er hier sein.
Ja. Und was haben wir hier? Eine Trollbombe und eine richtige Bombe. Ach, durch die kann man durchschießen, okay. Habt ihr das Feuer bewacht, ja? Ihr seid schön cool. Voll die Pfadfinder. So, da ist das Herz. Das nehmen wir gleich mit und dann können wir zum Boss. Joker Flies. Oh, ich hätte mit Dingle gerechnet. Na gut. Dann nicht Dingle. Dann nicht Dingle. Joker Flies ist eh einfacher. Bei Dingle wäre ich wieder gestorben. Boah, wie riesig einfach die Fliegen sind. Einige. Guck mal, wie riesig die einfach geworden ist. Und wie die Fliegen immer sich formatieren. Voll die Kriegerfliegen. Haben zu viel 300 geguckt. So. Yay, wir sind eine kleine Prinzessin. Oder so. So, machen wir noch den Scheißhaufen kaputt, da ja nichts drin ist. Und ich hab's nicht vergessen. Ja. Hi. Ach, das klingt ja cool. War das beim letzten Mal auch schon so? Egal. Wir gehen eine Etage tiefer, kriegen einen Herzcontainer mehr. Die Zeit ist schon lange weg. Und können unsere Flasche in diesem Raum hier einsetzen, wenn hier den Gegner drinne wären. Oh, was ist das denn für ein böser Raum? Was? Geh weg. Hä? Hier sind keine Gegner drin. Na gut, dann nicht. Ach, wir haben noch eine Pille. Pretty Fly. Okay, cool. Und leider immer noch kein Schlüssel. Das heißt, wir können in keinen Shop reingehen. Und hier sind leider zwei. Uah, was zum? Ihr Blödies, gehe ich halt in den Arcade. So, dann können wir hier ein bisschen spielen. La la la. Hier würde ich auch zweimal dagegen laufen. Sehr schön. Gut, ich würde sagen, wir spielen bis 20 so. Oh, fast hätten wir den Dollarschein rausbekommen. Zwei Stück waren schon da. Gut, automatisch schon mal kaputt. Herzen kannst du uns gerne geben. Dankeschön. Können wir noch ein bisschen Geld uns holen. Lol, der kann einfach Scheißhaufen daraus geben. Und sie bringen uns sogar was. Voll cool. Na komm, gib uns mal noch irgendwas Gutes. Danke. Schlüssel wären aber auch nicht schlecht. Ja, den hätte ich gern. Gib mir den. Du verdammter. Naja, gut, dass das hier wenigstens ein bisschen schneller geht als in The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Da hat das ja ewig gedauert mit den Animationen. Und es gibt tatsächlich noch Skatol. Nein, gib mir Skatol. Du hast es schon gezeigt. Jetzt will ich es auch haben. Gib mir das. Komm schon. Autsch. Achso, nee, doch nicht Autsch. War ja nur ein Scheißhaufen. Ha. Dumm, die dumm, die dumm. Komm schon, du hast mir eben schon Skitzkaugel gezeigt. Jetzt gib mir den auch. Please. Oh, wenigstens zwei Schlüssel. Dann haben wir wenigstens etwas. Hast ganz schön viele Fliegen da unter, wa? So, vielleicht mit dem letzten Mal kriegen wir es noch. Jetzt! Nee, na gut. Dann. Oh nein, diese Spielsucht. Guck, wir kriegen jetzt nämlich wieder Geld dazu. Das wusste ich. Er will nicht, dass wir aufhören. Ihr seht das doch. Oh.
Och jo. Oder verwandeln sich alle Fliegen, die wir berühren, zu Scheißhaufen? Ist auch möglich. Wollen wir es mal ausprobieren? Ich verliere jetzt mal ein Leben. Oder auch nicht. Oder gib mir das, gib mir das, gib mir das. Oh, die sterben alle einfach so. Ich habe keine Ahnung. Egal. Ach, man kann sogar einfach gegen ihn laufen. Jo. Möchtest du uns vielleicht noch was Getaul geben? Wäre ganz nett. Oder irgendwas anderes. Ist mir eigentlich egal. Aber am liebsten Skettoll. Oh. War da nicht eben noch ein Herz? Hm. Wir haben gerade da ein halbes Herz verloren. Das ist auch nicht schlecht. Dumm-di-dumm-di-dumm. Er wartet bestimmt, bis wir nur noch ein Geld haben. Und dann gibt er uns das. Da kann er lange warten. Hä, wir verlieren da Leben, wenn er diesen Scheißhaufen macht. Voll komisch. Boah, das dauert mir viel zu lange, um ehrlich zu sein. Aber ich will dieses Getoul haben. Das ist bestimmt hilfreich. Jetzt hat er uns auch noch... Er hat uns einen Dime gegeben. Warum? Okay, wir verbringen einfach den ganzen Run hier drin. Ist auch kein Problem. Und gleich, wenn wir rausgehen, verlieren wir einfach beim Boss. Da, jetzt gib mir das endlich. Komm schon, du hast es schon dreimal angezeigt. Im alten Spiel hättest du mir schon beim zweiten Mal locker gegeben. Du bist grausam, weißt du das? Zeig uns die ganze Zeit das Item, das wir haben wollen. Und gib es uns einfach nicht. Oh, du kannst dich mal. Tschüss. Blöd, Mann. So, Hilfe. Aua. Gehen wir halt hier rein. Oh, vier Karten. The World. The World. Oh ja, können wir mal einsetzen. Irgendwie sehen wir das Schönes. Aha, aha. The Devil, Two of Spades, hat die Schlüssel verdoppelt, sehr schön. Und Wheel of Fortune, das war blöd, das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt können wir uns nämlich nichts mehr im Shop leisten. Aber wir kriegen ganz viele neue Trinkets. Goat Hoof, Broken Remote. Es ist kaputt, schön. Aber das brauchen wir ja alles gar nicht. Bin ich blöd? Ich bin blöd, okay. So, ich hatte gehofft, die blaue Karte, die haben wir doch letztens erst freigeschaltet. Komm schon, gib mir Geld. Wir brauchen drei Geld. Drei Geld wären so toll. Den Geheimraum haben wir schon gefunden, wie es aussieht. Hilfe. Bitte lasst mich. Danke. Oder? Haben wir den schon? Sind wir da unten reingegangen? Oh, ich guck lieber nochmal nach. Nee, waren wir nicht. Okay, wurde aber angezeigt wegen The World anscheinend. Komm schon. Der Stick. Matchstick. Tasted like burning, okay. Tschüss. Jetzt fehlen uns aber immer noch Geld. Hi. Sperrt euch selbst. Ich liebe dieses Geräusch. Los, mach noch mal bitte. Hallo? Ja! Ich liebe dich dafür, dass du diese Geräusche machst. Oh, jetzt ist er tot. Aber wir haben ja noch einen zum Spielen. Alter! Ja! Aua! Ja, die verwandeln sich irgendwie in Kot, wenn sie uns treffen. Ah, vielleicht macht unser komischer Faden das. Das kann gut möglich sein. Ja, und jetzt kommt ihr wieder und sagt, nee, Dizzy, das ist falsch. Ich kenne euch doch. Ich kenne euch doch. So, warum machen wir die? Weil am Ende eine Kiste spawnen kann.
Warum haben wir die Map noch so groß? Geh weg, Map. Oder eine Pille mit... Was? Was? Ich hab's nicht gelesen. Tut mir leid. Wir brauchen kein Geld mehr, sehe ich gerade. Wir kaufen uns jetzt die blaue Map, was auch immer das ist. So, wo wollt ihr hin? Aua, war ja klar. Aua. Aua! Hör doch auf! Nein! Oh Mann, ich hasse das! Jetzt muss ich nochmal in diesen blöden Raum hier. Ich habe Angst vor diesem Raum. Der ist blöd, der Raum. Der tut mir viel zu doll weh. Oh, was zum Henker? Hey, haben wir irgendein Item eingesammelt, das uns die Geheimräume anzeigt? Guck mal, da ist der Supergeheimraum. Hey, wir haben die Krone eingesammelt. Wir haben... Ah, wahrscheinlich... Wir haben irgendeine Pille wahrscheinlich genommen, die das macht. Ja, muss ja die Pille sein. Auch das ist schön. Das ist lecker. Ja. Bisschen Geld wäre aber noch schön. Oh nein. Ein Schlüssel und Boss. Dingel! Auf dich habe ich gewartet. Eigentlich habe ich gedacht, dass du auch in der ersten Ebene schon bist. Warte, jetzt können wir mal gucken, ob die Bombe auch irgendwas macht, außer zu stinken. Oh ja, ist so ein bisschen benommen. Okay, cool. Au. Gut, dass wir wenigstens ein bisschen mehr Leben haben als sonst. Aber blöd, dass unsere Range so minimal ist. Oh Gott. Vor allem bei so einem Gegner. Das ist einfach nur schlimm. Am besten, wir machen das so. Yay. Du bist benommen. Jetzt kannst du nicht mehr blöd hier anschauen. Kannst du doch. Okay, er ist genau reingelaufen. Und wir kriegen ein Lebensupgrade. Stem Cells. Leider keine Münzen mehr. Das heißt, wir können uns die blaue Karte nicht mehr leisten. Haben wir irgendwas vergessen? Wir haben alles. Doch, wir können uns das leisten, weil wir noch den Herzdetonator da haben. Au. Wir können ja in den Supergeheimraum und da gibt es ganz viele Herzen. Haha. Haha. Haha, okay, cool. Ich bin hier endlich mal rausgekommen, ohne Leben zu verlieren. Hoffentlich explodiert er nicht zu früh. Wir brauchen 5 Münzen. So. Zweimal können wir noch gegenlaufen. Oh, was? Eine mobile Blutbank, okay. Könnten... Oh, nee. Oh, nee. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Wir werden sterben. Warte, warte. Wir nutzen... The Emperor. Ich hoffe, das hat er... Ja. Oh, danke. Oh, sonst wären wir sowas von gestorben. Mit einem halben Herzen in diesen komischen Raum da rein. Nee, nee, nee. Das lassen wir mal schön. Bin ich dämlich. Aber gut. Gut, dass wir noch die eine Karte hatten. Mann, Mann, Mann. Okay, das war vielleicht nicht so schlau, in dieser Seite da reinzugehen, aber macht ja nichts. So. Jetzt können wir uns auf jeden Fall die blaue Karte leisten. Mal gucken. Blue Map. Secrets. Aha. Stehst du unter der Minimap? Und ist da. Secrets. Secrets. Secrets sind immer gut. Ich mag Secrets. Uah, geh doch weg. Aua. Blöd, Mann. Dieser Raum ist blöd. Ich hasse diesen Raum. Und ja, ich darf rummeckern, weil ich eine kleine Prinzessin bin. Sieht man doch. Ich habe eine Krone auf. Eine pink Krone. Ih! Mann! Ja, gut. Wir leben ja noch. Ist noch alles in bester Ordnung? Die Zeit ist einfach schon beim Boss und wir sind in der dritten Ebene. Okay. Waren wohl nicht so ganz schnell in der letzten Ebene. Ah, ihr helft mir jetzt gut. Das ist nett von euch. Schließt euch mir an. Und wir werden die Welt
zu einem besseren Ort machen. Was haben wir hier? Lemon Party! Woo! Will ich das Herz? Ich will das Herz. Gib mir das Herz. Sehr schön. Und hier könnten wir unseren Flash wieder einsetzen. Auf diese Springegegner habe ich wirklich keine Lust. So. Kann ja überall was drin sein, ja tatsächlich. Dann lohnt sich das sogar, sich darüber zu sprengen. Und deswegen machen wir das auch. Für 5 Münzen? Ja, ja, doch. Tschu. Gehört das auch uns? Ihr mit euren Furzgeräuschen. Macht mir keine Angst. Huch. Was hat... Ein doppeltes Herz? Okay. Gut. Warum nicht? Doppelte Herzen. Zusammengeschweißt von irgendeinem verrückten Professor. Man nehme ein Herz und nehme noch ein Herz und schweißt es zusammen. Und was kriegt man dann? Ein Doppelherz. Juhu. Oh nein, ganz viele Zubats. Ja, man, diese Zubats in den Höhlen. Au. Wollt ihr mich wirklich berühren? Ihr werdet zu scheiße, wenn ihr mich berührt. Ich warne euch. So. Gut, die blaue Map zeigt uns anscheinend, wo die Geheimräume sind. Finde ich nicht so schlecht. Secrets. Dann ist die blaue... Ah, ja, 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 doch, ergibt Sinn. Ergibt alles Sinn. Blaue Map, ja, ja, gut. Eine blaue Map. Das habe ich absichtlich gemacht, damit ich diese Münze bekomme. Natürlich. wo muss man denn dann hier aufspringen? Da? Ja, tatsächlich, cool. Jetzt kriegen wir hier 3 Münzen. 3 Münzen ist für uns. Und dann könnten wir eigentlich nochmal hier reingucken. Oh Mist, da geht's noch weiter. Ach, du bist doch mein Lieblings... Ja! Das macht euch immer wieder glücklich. Ich liebe die Vertonung von diesem Scheißhaufen. Wir brauchen einen Namen für den. Denkt euch mal einen Namen für diesen Scheißhaufen aus. Diesen dashenden Scheißhaufen, der diese süßen Geräusche macht. Irgendein Namen. Irgendein Namen. Sonst nenne ich ihn... Nee, nee, ihr denkt euch einen Namen aus. Ihr könnt das besser als ich. Was ist das denn? Ein kaputter Spiegel? Broken Watch. Schön. Eine kaputte Uhr war es. Was bist du? Oh nee. Ah, gut. Wir haben eine kaputte Uhr. Die kaputt ist. Kaputte Uhren sind eh die besten Uhren. Ich weiß gar nicht, was man mit einer heilen Uhr machen sollte. Ich meine, kaputte Uhren kannst du genauso angucken. Haha. Überall Scheißhaufen. Das Blöde ist, wir kriegen keine wirklichen Items. Weil es eben keine goldenen Räume gibt. Huch. Oh nein, wir sind in der Schattenwelt. Oh nein. Sieht ganz cool aus eigentlich. Lass mal ein Foto machen. Tschu. Foto ist geschossen. Wir sind voll das Topmodel. Blaue Steine habe ich hoffentlich kein... Ja, ich gebe es auch. Rotschbeier, ich habe euch so vermisst. Ich habe euch noch kein einziges Mal gesehen. Rotschbeier. Komm her. Komm her, lass dich treffen. Komm schon, so funktioniert das nicht. Okay. Ich gehe auch weg. Los, komm an die Kante ran. Komm her. Komm her, ich will dich mit meinen gelben Tränen treffen. Oh, komm her jetzt. Gut, hier. Du hast es nicht ernst gewollt. Jetzt hat mein schwarzes Herz sich getötet. Puh. Und wir haben ein schwarzes Herz verloren. Waren wir? Ja, waren wir. Waren wir, waren wir. Alles gut. Den ab zum Boss. Megamor. Megamor.
Jo! Was kannst du? Ach ja, du konntest. Ja. Gut, hi. Hi. Na? Na, alles gut. Jetzt haben wir keine Bomben mehr. Das war vielleicht nicht so schlau. Kann man die ausschießen? Das Feuer, die, das er schießt. Nee. Kann man leider nur ausweichen. Oh, ist halt blöd, dass wir so nah an ihn ran müssen. Um irgendwas machen zu können. Okay. Und danke. Noch ein Lebensupgrade, sehr schön. Das können wir gebrauchen. So, die Zeit sollte schon lange weg sein. Wir haben nämlich richtig rumgetrödelt. Nach 26 Minuten einfach erst in der vierten Ebene. Was soll's? Was soll's? Wir gehen erstmal zu den Geheimräumen, weil die Sachen da drin uns stärker machen können. Ten. Au. Au. Alles Absicht. Natürlich. Und ich habe irgendwo schon mal gelesen, dass man hier nicht mehr so einfach da durchlaufen kann. Genau, dass man sich wehtut. Vorhin mit dem Controller ist das irgendwie nicht so schlau gewesen. Und deswegen lasse ich das wohl in Zukunft. Ach fuck, da kommen wir gar nicht ran. Okay, warte. Explosionsbombe, komm mal bitte hier ein bisschen näher ran. Nein, du solltest die anderen Bomben aufsprengen. Ich glaube nämlich, da können Bomben drinne sein. So, probieren wir das mal aus. Scheinbar doch nicht. Scheinbar doch nicht. Ah fuck, wir brauchen die Bomben. Um in die Geheimräume zu kommen. Gut. Egal. Das war für die Wissenschaft. Oha. Ja. Geh auf, geh auf, geh auf. Danke. Bomben. Sehr schön. Sehr schön. Dann können wir hier beides aufsprengen. Da und da. Bleibt ja sowieso offen. Und drei Geld. Juhu. Nee, Feuer, du gehst noch aus. Danke. Geh aus und bleib so. Oh. Gut, bleibt ja offen. Müssen wir uns einfach nur merken, unser Flasch ist auch wieder fertig. Das heißt, wir können hier rein. Die ganzen Scheißhaufen, die sie eh schon waren, in Scheißhaufen verwandeln. Und alles kaputt machen. Das ist aber der Scheißhaufen, Mann. Was ist das? Naja, ich hab nichts dagegen. Ich hab da wirklich nichts dagegen. Zumal wir dadurch richtig viel Geld bekommen. Hatten wir schon irgendwo einen Shop? Nee. Gut, aber da war ein weißes Herz. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Merken, merken, merken. Weißes Herz. Da, la, la, la. Und in 5 Sekunden habe ich es wieder vergessen. Au. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich hätte gern Range Up, wenn ich ehrlich bin. Und mit 1,5 Herzen traue ich mich nicht wirklich zum Boss. Achso, da kommen wir gar nicht durch. Dann halt nicht. Hier hätten wir aber noch eine Arcade. Mit einer Blood Donation, na toll. Springen wir in die Luft und hoffen, dass da Herzen rauskommen. Blöde Blood Donation. Das haben wir hier nicht. Das haben wir da. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Warte mal. Warte. So. Gut. Alles gut. Alles gut. Ich habe noch keine Leben verloren. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ja. Alles bestens. So. Sehr schön. Leider kein Herz für uns. Oh, was? Nö. Obwohl, gab es da irgendwas? Nee. Gut, dann brauchen wir da auch gar nicht reingehen. Der ist ja unnötig. Da ist ein schwarzes Herz. An das wir aber nicht rankommen. Und unsere Flasche ist nicht fertig. Wieso? Hä? Alles ist verlangsamt. Was ist los bei euch? Voll der Chillerraum.
Warte, was? Ich komme hier nicht weg. Oh nee, wieso haben wir unseren Flaschen nicht? Ah, was für ein geiler Raum das ist. Als wenn die alle so voll stoned wären. Ja, hallo. Oh, da muss man aber aufpassen. Geh doch bitte auf, danke. So. Na komm, geht auf. Dankeschön. Dankeschön. Wieso ex. Nein, wir haben noch ein halbes Herz. Hilfe, 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 Hilfe. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Oh. Oh nein, ein Challenge-Raum. Oh nein, ein Boss. Oh nein, wir werden sterben. Ich will nicht sterben. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Das muss doch jetzt nicht sein. Oh Gott, ich habe nicht gesehen, dass es ein Challenge-Raum ist. Wir müssen einfach so nah ran. Das ist doof. Alles doof hier. Oh nee. Oh nee. Geh bitte. Geh weg. Oh, wir werden sowas von sterben. Weißt du was? Wir nehmen das. Und werden das einsetzen. Nicht? Warte. Ich habe hier gerade ein bisschen Angst. Oh, wir sind tot. Hey, wir hatten doch ein Eternal Life vielleicht. Oh. Oh. Nee. Ist die Frage, wollen wir das jetzt einfach nochmal versuchen? Ja. Ja, eine halbe Stunde. Ja. Nee, ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Oder? Das ist doof, am Ende zu sterben. Doch, ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tut mir leid, dass ich gestorben bin.